Herzlich willkommen an diesem digitalen Lernort zum Zusammenspiel aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In diesem Grundlagenkurs wollen wir Ihnen helfen, aus verschiedenen Perspektiven in das Thema einzutauchen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja, und wir freuen uns auch ganz besonders, dass das Angebot im Rahmen der Hamburg Open Online University stattfindet. Open Online University bedeutet zum einen natürlich online, das heißt, man lernt online, und das eröffnet natürlich auch die Möglichkeit zu open, also alle können mitmachen. Und das ist ein Thema, wo auch möglichst viele mitmachen sollten, weil es eben so relevant ist für unsere Gesellschaft. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die zwei Themen und Herausforderungen für unsere Zeit. Das sehen und erleben wir tagtäglich. Es wird unsere Aufgabe sein, die Chancen der Digitalisierung klug zu nutzen für eine nachhaltige Entwicklung. Und mit klug meinen wir, dass aus diesem vermeintlichen Duell ein harmonisches Duett wird. Auf den ersten Blick scheint es ja so, als wenn Digitalisierung und Nachhaltigkeit gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das stimmt aber nicht. Und es ist wichtig, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man diese unterschiedlichen Facetten auch in ihrer Tiefe versteht. Es geht also ums Lernen, und deswegen sind Sie hier genau an der richtigen Stelle. Digitale Medien haben verändert, wie wir miteinander kommunizieren. Ich rufe dich an, heißt heute, ich schreibe dir noch. Aber es hat sich noch viel mehr verändert. Sehen Sie in dieser Lerneinheit, Lesen, Schreiben, Smartphone, was wir noch alles neu lernen müssen. Digitalisierung verändert unser Konsumverhalten. Auf der einen Seite finden wir über das Internet viel mehr Produkte aus allen Ecken der Welt. Auf der anderen Seite verstehen wir aber auch viel mehr über die Produkte und auch über die Lieferwege. Digitalisierung kann uns also helfen, viel bewusster zu konsumieren. Mit zahlreichen Apps können wir jederzeit auf E-Scooter, Fahrräder und Carsharing zugreifen. Es sind diese digitalen Anwendungen, die uns Mobilität ganz neu denken lassen. Damit wir diese Chancen der Digitalisierung aber nutzen, braucht es ein kluges Gesamtkonzept für Stadt und Land. Künstliche Intelligenz klingt auf den ersten Blick ja ein bisschen nach Science Fiction. Tatsächlich sind wir aber umgeben von künstlicher Intelligenz. Ein besonders interessantes Thema dabei ist der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft, weil es uns hilft, viel ressourcenschonender zu handeln. Ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist unser digitaler Konsum. Das Schöne an dem Thema ist, dass jeder von uns jeden Tag seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit hier leisten kann. Wir müssen nur verstehen, dass unser Surfen und Streamen von Musik und Film immer auch Strom verbraucht und CO2 ausstößt und wir deshalb ganz bewusst einsetzen sollten. Wenn wir über Digitalisierung und Bildung nachdenken, dann fallen einem vielleicht zunächst mal ein, vor welchen riesigen Herausforderungen die Schulen oder Universitäten stehen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, welche Möglichkeiten sich durch digitale Tools und Medien ergeben können. Zum Zusammenarbeiten, zum Präsentieren, zum Recherchieren, um Inhalte zu verstehen. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance für Nachhaltigkeit. Wie das gehen kann, lernen Sie in dem Angebot. Oft unterschätzen wir, wie sehr die Digitalisierung auch eine Elektrifizierung bedeutet. Dadurch steigt der Energieverbrauch erstmal massiv an. Auf der anderen Seite kann durch die Digitalisierung Angebot und Nachfrage viel besser gesteuert werden. Es gibt wohl kaum ein Thema, bei dem die zwei Seiten der Medaille so eindeutig miteinander verknüpft sind wie bei dem Thema Energieverbrauch und Energiewende. Digitalisierung und politische Teilhabe haben viel miteinander zu tun. Wir haben die Möglichkeit, globale Prozesse zu erkennen und zu verstehen. Und auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, uns mit Gleichgesinnten zu vernetzen und auch lokal ins Handeln zu kommen. Also diese Idee von Think Global, weil die meisten Probleme groß sind, aber Act Local, weil man da am meisten bewegen kann, kann durch Digitalisierung sehr stark befördert werden. Lernen Sie, wie es gehen kann. Da ist es, unser Smartphone, unser treuer Freund, unser Begleiter, unser Vernetzer, unser Problemlöser, ohne den wir uns verloren fühlen. Aber lernen Sie in dieser Einheit, was auch alles in ihm steckt, bevor es bei uns in der Tasche landet. Industrie 4.0 ist vielleicht das Erste, was einem einfällt, wenn man über Digitalisierung und Arbeit oder zukünftige Arbeit nachdenkt. Aber es gibt noch viel, viel mehr Aspekte, die hier eine große Rolle spielen und die auch unter dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeit bedeutsam werden, wenn wir über Lieferketten, effektivere Produktion oder sonstige Dinge nachdenken. Dieses Thema wollen wir hier gerne mit Ihnen behandeln. Lernen Sie in diesem Grundlagenkurs mehr von dem Zusammenspiel aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und lassen Sie sich inspirieren, wie Sie selber zum Gestalter des harmonischen Duetts werden können.